Grüße Gemüse und Gummo, Gummo, Gummo. Wir sind hier in Super Mario Galaxy Zero. Und heute geht es weiter mit die Zero-haftigen Angelegenheiten. Oder vielleicht doch die ehrenlosen Galaxien. Ich habe euch ja schon im letzten Part angeteased. Ja, das kommt irgendwann einmal. Wir könnten praktisch jetzt schon, ich spoiler das jetzt mal, zum Final Boss gehen. Aber wir haben noch einige Galaxien auf der Uhr. Wie zum Beispiel die geistliche Galaxie. Da müssen wir hinein. Da gibt es noch einen Kometen. Und ich bin sehr gespannt, was das nochmal gewesen ist. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay, ich hab's. Die Geisterinvasion. Und die wird maximal cringe werden. Also, sie kann cringe werden. Aber ihr hört diese Musik schon. Das bedeutet nichts Gutes. Timer. Wir müssen diese Stage hier... Oh Gott, Luigi, was machst du da? Wow, wow! Wir müssen diese Stage innerhalb von einer gewissen Zeit klatschen. Ob das uns gelingen wird, mal gucken. Mit dem Stern sieht das aber ganz gut aus. Wir haben natürlich auf dem Weg dahin sehr viele Uhren, die wir einsammeln können und auch eigentlich sollen. Dahin links sehen wir auch schon eine Uhr. Ich weiß aber nicht, ob man da irgendwie sich hinsnaggeln kann. Keine Ahnung, ja. Machen hier schon mal einiges kaputt. Denn ihr seht, wir haben hier Bob-Omp, beziehungsweise Bob-Omp-Geisters. Oh, das war Ehre. Sie hat quasi die Statue kaputt gemacht, ohne dass ich irgendwas machen musste. Danke, Bob-Omp-Buhu. Oh Gott, aber es gibt natürlich auch einige Fake-Geisters, die hier ihr Unwesen treiben. Ah je. Und ein Toad. Was macht der denn hier? Rudinius. Hallo. Bro, willst du mich verarschen? Ist wieder dieser Wiimote-Fehler da, oder was? Scheint mir fast so. Oh mein Gott, eine Münze. Eins wichtig. Ich könnte aber schwören, dass hier irgendwo noch eine weite... Aha. Und nun kommen sie. Kommen sie hier. Yes. Okay, raus. Raus! Geh raus! Sammel die Uhr ein. Und jetzt haben wir natürlich einige nervige Geisters. Und der nervigste von denen, der ist irgendwo jetzt da drunter. Ach du Scheiße. Ich habe völlig den Überblick verloren. Welcher von den... Also wer von den drei Geistern oder vier jetzt? Aha, der war's. Ein Buhu ist hier aus dem Block gespawnt. Das bedeutet... Effektiv. Ja, komm, scheiß auf die Zeit. Da ist noch Wandsprung zu machen. Das dauert mehr als 10 Sekunden, wenn ich das mache. Aber je. Was ich sagen wollte... Einer von diesen Buhus ist... quasi mehr oder weniger... Oh, oh. Come on! Aus dem... Ihr habt es gerade gesehen, ne? Mit den Blöcken und so. Wir respawnen aber zum Glück hier. Aber ihr seht... Wir haben nicht mehr so viel Zeit wie vorher. Das bedeutet, es wird sich eigentlich mehr lohnen, das Level zu beenden und nochmal neu reinzugehen, oder? Aber jetzt allerdings mit der Zeit wiederum kein Problem. Stark. Kann ich jetzt hier irgendwie so mäßig? Ach, halt's Maul. Oh! Hold! Stark. Oh mein Gott, wir haben sie gerade noch so eingesammelt, die Uhr. Nein! In Buisch. Das können wir leider nicht lesen, die Scheiße. Oh je. F. Noch mehr Zeit. Stark. Und ein 1 up. Wieder mehr Zeit. Es gibt hier einen Buhu. Der hat... Was? Ach, wegen dem Scheißlicht. Oh Gott. Irgendwo hier spawnt gleich ein Buhu. Oder ist vielleicht schon gespawnt und den müssen wir, ja, I don't know, irgendwie ausfindig machen. Und wenn wir den besiegen, indem wir den ins Licht locken, ah, da ist er, glaube ich, gerade. Habt ihr ihn gesehen? Ich glaube, der hat einen Schlüssel in sich drin. Und von daher, come on, geh rein. Geh doch rein ins Licht, gehen Sie ins Licht. Vielen Moin. Ach du Scheiße.
Hallo, willst du mich verarschen? Geh doch ins Licht, du Bass, Alter. What the fuck? Der soll auch mal runterkommen jetzt. Voll die Drohung. Der soll mal runterkommen jetzt! Hallo! Ey, das ist so ein Drecksgame, wirklich. Halt's Maul, Mann. Für eine Scheißmünze. Ja, und den jetzt runterzubekommen ist natürlich der absolute Cringe, weil der will halt überhaupt nicht runterkommen. Ihr seht das gerade, oder? Wow. Ich glaube, das war's. Diese Perspektive auch. Absoluter Cringe. Ich werde das Buhu-Item auch erst ganz zum Schluss einsammeln. Das war ein mächtiger Fehler, das quasi zu dem Zeitpunkt schon zu machen. Maximal dumm. Bruder, das Game ist so fucking dumm, Alter. Was soll die Scheiße, Mann? Einer der cringigeren Sterne in diesem Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Game macht manchmal wirklich gar keinen Sinn, Alter. Junge, sammel die Uhr ein oder diese Münze, du Bastard. Halt's Maul, Mann. Jetzt lassen wir kurz den Buhu raus. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ja. Alles klar, Bruder. Wie man darauf kommen soll, dass der da oben spawnt. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn, dieses Drecksgame. Kannst du halt nichts gegen machen, Mann. Das ist wirklich, kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Was für ein Müllgame. Deine Mom auch, ey. Das Ding ist, der Cringe ist noch nicht mal zu Ende, ne? Es hat gerade erst angefangen. Come on. So, wirklich. So dumm, dass ich ja gerade eben gestorben bin. Mit diesem riesigen Zeitvorsprung. Ich glaube, die Uhr. Die erste habe ich. Stark. Es macht halt auch keinen Sinn, jetzt erstmal irgendwie die unteren zu besiegen, weil die sind halt völlig irrelevant. Warte mal kurz. Ist das überhaupt der Richtige? Das war gar nicht der Richtige. Hä? Verarschen? Wo ist der aus der Wand kommen soll? What the fuck? What the fuck? Was ist das? Halt's Maul. Muss ich hier erstmal die Münze einsammeln, damit der spawnt oder was? Ist das so ein Ding oder was? Maximal dumm. Ich hoffe, der ist jetzt mal gespawnt. Da ist er. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Er will halt auch nicht runterkommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich ihn runterbekommen kann, indem ich halt diese Schütteltechnik mache. Also teilweise, dann kommt er halt wieder mal nicht runter. What the fuck? What the fuck, Alter? Ich sterbe deswegen gleich, Mann. Gib mir die Uhr. Ach du Scheiße, dauert das, bis man runterkommt. Junge, sammel diese verfickte Uhr ein, du Bastard! Stück Scheiße, wirklich. Halt's Maul, Mann. Jetzt muss ich, glaube ich, nur noch hier rein. Come on. Junge, was willst du von mir? Ist das egal? Darf ich die auch... Darf ich die Münze auch so einsammeln? Das... Oh mein Gott, ich muss sogar. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir haben jetzt die Zeit nicht eingesammelt, aber das ist jetzt auch egal. Denn das hier ist das große Finale, tatsächlicherweise. Bevor ich zur Kiste komme, erstmal diese Münze einsammeln. Die ist nämlich Gold wert. Literally. Ja, ihr wisst, was für ein Boss jetzt kommt. Und ich hoffe, es passt zeitlich alles. Wild, dass du das mit der Kiste aktivieren musst. Okay. Also, das ist natürlich rein RNG-based, ne? Ihr kennt den Scheiß.
Müssen darauf hoffen, dass er die Steine schmeißt. Damit wir ihn... What the fuck? Das macht keinen Sinn. Okay, das ist schon mal Nummer 1. Das ging schneller als gedenkt. Und ich glaube, jetzt kommt noch die zweite Phase. Ich hoffe, dass er direkt beim Steineschmeißen auch eine Münze wirft. Junge, wie schnell hat er denn da gerade... Come on! Wie schnell hat er denn da gerade bitte die Steine spawnen lassen? Die aus dem Boden kommen. What the fuck, Mann? Nummer 1. Das ist immer am besten... Ach, halt's Maul. Ich wollte es halt gerade ansprechen, dann ist es passiert. Es ist halt immer am besten, wenn man halt die Arme nicht trifft. Und genau dann passiert das natürlich. Okay, ich muss ihn noch einmal sowieso treffen. Ach, weißt du was, dann fickt er auf diesen Stein. Okay, einmal müssen wir noch treffen. Technically zweimal, aber da, ab dem ersten Mal ist es eigentlich schon geschafft. Ach, du Scheiße. Okay, weg hier. Junge... Das ist halt das, was ich meine, wenn ich RNG sage. Ja, jetzt hol deinen Steinarm wieder raus, du kleiner Penner. Mach's mir wieder noch schwerer, in die Mitte zu treffen. Stark, okay, let's go, wir haben's. Let's go, komm. Let's go! Komm, triff, du Hund! Du kleiner Wichser! Willst du mich verarschen, Alter? Halt's Maul! Halt dein Maul, Alter! Du dreckiger Bastard! Wirklich, Alter! Halt's Maul, Mann! Ich hoffe, das war's jetzt auch. Ich glaube, ja, okay. Der letzte Sternring ist immer halt voll Bait. Weil das immer so ein bisschen danach aussieht, als würde es noch weitergehen. Aber es ist vorbei. Ne? Das war der Cringe. Und der ausnahmsweise mal Steine schmeißende Bastard. Er soll sich wirklich löschen gehen. I don't know. Ich glaube, das war's auch mit der Galaxie. Also mit diesem Cringe-Stern beenden wir da auch diesen ganzen Drecksmüll hier. Ehre. Auf dann mal wiedersehen, du Drecksgalaxie. Das finde ich an diesem Romek wirklich maximal cringe auch so ein bisschen. Klar, das ist eine Art Tech-Demo. Also mehr Tech-Demo als eigenes Fangame so. Aber I don't know, man. Ich wollte doch nur Anlauf nehmen. Warum müssen diese Röhren immer so einen Magnetismus-Effekt haben? Maximal dumm. Wirklich, Halt dich doch fest. Halt dich doch fest, Mann. Da oben wäre noch ein One-Up gewesen. Das hätte ich noch ganz gern geholt. Aber ja, I don't know. Dieses Game ist halt gefühlt so... alte Galaxien aus Galaxy 1 oder 2 nochmal irgendwie geremixed oder halt, und das ist schon sehr, sehr nett gesagt, sag ich jetzt mal, ne? Also, I don't know. Für mich ist das teilweise 1 zu 1 die gleiche Galaxie mit ein paar vielleicht extra neuen Wegen oder so. Mach doch mal ganz neue Galaxien, Mann. Zeig doch mal, was in der Engine steckt. Zeigt nicht alte Level in neu aufgewärmt. So mäßig. Wir machen zuerst... Also beides ist cringe. So, wir können eigentlich... Ne, ich mach das zuerst. Weil ich finde das teilweise schon schlimmer. Es hört halt auch wirklich nicht auf mit den lila Münzen. Ich dachte wirklich, wir hätten es. Und dann kommt halt Bowser Juniors Angstarmada um die Ecke. Wer kennt's? Und die Musik klingt schon so auf Zeit angelehnt, aber ist es zum Glück nicht. Ich versuche das hier so schnell wie möglich, so gut es geht, zu machen. Oh,
keinen Sinn mehr, ey. Wo war das nicht getroffen? Ich bitte dich, ey. Das Ding ist, du hast hier halt keine Mittelfahren. Das heißt, wenn du es halt nicht schaffst, dann, oder wenn du runterfällst oder so, darfst du alles nochmal von vorne machen. Sehr cool auch, sehr, sehr geil. Feiere ich immer bei solchen Missionen auch. Das dann, ne? Also, ist auch schön, dass diese Engine da ist, aber dann nicht irgendwie in Progress gemacht werden kann. Über eine Mittelfahne oder so. Ist ja nicht so, dass Mittelfahnen existieren in Mario Galaxy oder so, ne? So, wieso schafft man es dann nicht irgendwie, einen Fortschritt bei den lila Münzen auch nicht nur im Progress des Levels an sich mitnehmen zu können? Warum musst du gezwungen sein, wenn du einmal kurz runterfällst, weil das Spiel kurz dumm war oder so? Oder weil du kurz dumm gewesen bist? Manchmal hält sich das ja so die Waage so ein bisschen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen vorarbeiten auf jeden Fall, damit wir keine übersehen, weil ich glaube, diese Münzen, die jetzt hier sind, die sind skippable. Ach du Scheiße, war das knapp. Es könnte natürlich sein. Oh. Dass die Plattformen noch nachkommen und so. Aber wir wollen es ja nicht drauf ankommen lassen, right? Jetzt haben wir 36 Münzen. Ich glaube, das ist sogar die Zahl, mit der man hier unterwegs sein muss. Ich glaube, hier in den, I don't know, ob da Münzen hinter waren. Finden wir es hinaus. Let's go. Machen aber erstmal diesen Weg hier frei. Ich will das halt alles auf safe spielen, weil mir ist es passiert in einem Playthrough, dass ich da an dieser Kugel quasi hängen geblieben bin. Nur eine von den, also da, genau da, wo die Kuppel ist, Glaskuppel, sind 2 Liter Münzen auf so einer Anhöhe. Und damit du da rankommst, naja, musst du halt entweder Glück haben und im Lauf beide kriegen oder halt kurz einmal nach links oder rechts laufen. Und ja, wenn das passiert, kannst du runterfallen. Oder eine der beiden Münzen vielleicht sogar gar nicht einsammeln und so. Also, es ist schon wirklich geil. You know what? Was? Junge, wir hatten keine Sternteile gesammelt? Wirklich? Wild. There we go. Okay. Wie machen wir das jetzt? Den da als nächstes. Und den jetzt. Ja, never mind. Der Kugelwilli, der ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Wer kennt's? Ach, perfekt. Stark. Ist noch der dran. Und jetzt haben wir wirklich so ein entspannt. Oh oh. Ich hoffe, da waren keine Münzen jetzt drin, Alter. Wehe. Wehe, der Kugelwilli kommt mir jetzt noch hinterher. Ich glaube, oh mein Gott, da ist er. Ah! Ah! Das sind die, die ich gerade meinte. Ja, das ist genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, yes! Ach, das sind die Speedruns. Junge, wo war das nicht getroffen, du kleiner Bastard, Mann? Das macht manchmal so keinen Sinn. Also, Galaxy Level Engine 3 schon gut, aber also, der ist mal absolut gar nicht gut genug kalibriert. Also, der ist halt gerade davon entfernt. Also, er ist halt gerade damit fertig geworden mit seiner Gelbphase. Ist eigentlich komplett lila und trotzdem denkt sich Yoshi dann, nein. Oh mein Gott, Alter. Kein Scheiß. Auch kompletter Cringe. Was macht der jetzt noch hier? 48, Ehre.
Ich sag auch so, wie es ist. Eigentlich ist es ab diesem Moment so gut wie geschafft. Es gibt eigentlich von der Gameplay-Seite aus keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu sterben. Aber mal schauen, ne? Es gibt auf jeden Fall noch cringige Stellen, gerade das Schiff da hinten. Wo wir gleich noch drauf kommen werden. Nicht nur drauf zu sprechen kommen, sondern auch wortwörtlich. Okay. Sammeln wir erstmal die 4. Oh mein Gott! Huh. Das war aber gar nicht mal so je. Das ist die Frage. Machen wir erstmal hier rüber. So auf safe Basis. Und das da hinten sind auch dann eigentlich schon die letzten, muss ich sagen. Komm mal, geh da hoch. Und ich denke, hier unten sind auch noch welche. Ja. Ach du Scheiße, dann sogar noch diese... Aus dieser Cringe-Position, wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Junge. Ich dachte, der hätte mich getroffen. Okay, 63. Ich hoffe... Oh Gott, nein. Ich wollte gerade sagen, eine Sache noch vergessen. Okay, dann let's go, Alter. Okay, let's go, let's go, let's go. Die letzte Münze ist immer so cringe, ich weiß nicht, wie man das pünktlich schaffen soll. Ohne von dieser Plattform zu fallen. Also for real. Geht das? Okay, wir warten auf den nächsten, das ist mir ein bisschen zu kritischer Hase. Come on! Macht auch keinen Sinn, aber okay, ich ziehe da 30 mal hin. Okay, macht auch gar keinen Sinn, aber in Ordnung. Guck mal, ich stehe direkt daneben. Junge, wo bleibt die denn? Hallo? 76 an der Stelle. Oder dauert das lange? Ja, also da wäre es mir halt echt schon lieber gewesen, dass der mehr Plattformen hinstellt als diesen Cringe. Wie auch immer das. Ja, alles klar, Alter. Wirklich, es ist, kannst du dir halt nicht ausdenken. Wo wir wieder beim Cringe wären. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe Feierabend. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will diese Scheiße einfach nur schaffen. Und dieser verdammte Hammerbro, der soll sich wirklich ficken gehen. Der soll sich wirklich von allen am meisten ficken gehen. Okay. Jetzt müssen wir halt warten, bis das Boot oder diese Plattform wieder da ist. Weil dann kriegen wir es halt auch effektiv. Wir sind wieder die Münze, die wir eben verpasst haben, einzusammeln. Ich würde aber sagen, ich mache erstmal das Glas da kaputt. So auf diese Sicherheitsbasis. Und ja. Hoffe, dass da jetzt was kommt. Come on. I mean. I don't know. Du kannst ja auch nicht mal die Kamera verändern. Du kannst ja nicht mal die Kamera... Ich hasse das an diesem Game, dass man es selbst mit der Galaxy-Level-Engine, mit der ach so tollen Galaxy-Level-Engine 3 nicht hinbekommt, die Kamera so zu verändern, dass man sie vielleicht 360 Grad um Mario oder Luigi herum schwenken kann, statt so einer Scheiße wie hier, wie in den Vanilla-Games, wo du dir auch nicht sicher sein kannst, gerade wenn es doch darum geht, wenn du es jetzt irgendwie nicht geschafft hast, gewisse Sachen innerhalb einer Zeit einzusammeln. I don't know. Oh mein Gott. So ein Drecksspiel. Ich hasse es. Ich hasse es. What the fuck, Alter? Was war das? Was zum Teufel war das, Alter? Was willst du von mir, Mann? Halt's Maul! Halt dein Maul, Junge! Was war das gerade, Junge? Junge, what the fuck? So,
War ich daran schuld? So, war das mein Spielfehler so? Oder ist das die geile Galaxy Level Engine 3, von der alle reden? Also maximal cringe so. Schimpft sich Galaxy Level Engine 3 und kriegt's dann, Plot-Twist so, kriegt's nicht geschissen, eine 360 Grad drehbare Kamera einzubauen, egal in welchem Level oder in welcher scheiß Galaxie du gerade bist. What the fuck, Mann? Ich kann ja verstehen, dass es nicht geht, wenn du irgendwie vor einer Wand bist und so und die Kamera aus gewissen Perspektiven oder so nicht hinter dir gehen kann. Ja, okay, aber da war gerade keine Wand. So. Ich... Gar keinen Bock mehr. So, wirklich, diese Drecks-Games von Galaxy-Fangames, so. Werde ich nicht schlau draus teilweise. Und wieder eine Galaxies verfügbar, die es auch schon in anderen Mario-Galaxy-Spielen gab. Also, Galaxy 2. Galaxy Zero, meine Freunde. Na, ein Inbegriff eines Romex mit neuen Galaxien und neuen Leveln und so. Ihr wisst, was es ist, ne? Nicht, dass es sie nicht gibt und so, aber naja, ne, also von diesen, I don't know, neun Galaxien oder wie viele es hier gibt, 12 sind 8 Stück oder 9 alte Galaxien. Ja. Und ja, keine Ahnung. Overworld schon gut, aber das bringt mir alles nix, wenn die gleichen scheiß Level wie in Vanilla drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem Cringe dürfen wir uns dann auch im nächsten Mal wieder rumschlagen, wenn es wieder heißt, Mario Zero, der Cringe geht weiter. Hauen Sie hinein.